Ni hao meine lieben Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu meinem ersten Real-Life-Video. Freunde, ihr habt euch gewünscht, dass ich mal ein anderes Video mache und nicht zwar nur Gaming. Und ihr wisst ja, aktuell spiele ich kein Brawl Stars bzw. will jetzt ein bisschen Real-Life-Content machen. Ihr könnt gerne mal in den Kommentaren schreiben, was für Videos ihr euch wünscht oder welche Videoideen ihr habt. Ansonsten lasst gerne ein Abo da und aktiviert die Glocke, um keine Videos zu verpassen. Und heute werde ich auf jeden Fall asiatische Snacks probieren, die ich selber noch nicht probiert habe und sie nach Schulnoten bewerten von 1 bis 6. Und dann würde ich sagen, wir schnappen nicht lange und gehen jetzt einkaufen. So Freunde, und zwar bin ich jetzt zu Hause. Ich wollte eigentlich ein bisschen aufnehmen, wo ich einkaufen war, aber dort war viel zu viel los. Deswegen dachte ich mir, ich habe jetzt einfach alles gekauft und ja, zeige euch das alles zu Hause. Und Freunde, am Ende des Videos werden wir auch ein 1000-jähriges Ei essen. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie das schmeckt. Schaut auf jeden Fall das Video bis zum Ende an, würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir reden nicht lange und probieren jetzt die Snacks. So Freunde, und zwar habe ich hier eine Tüte voll mit Süßigkeiten von vom Asien-Shop. Und ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Wir fangen an mit diesem asiatischen Mochi Ice Cream. Ich denke, Mochi kennen viele von euch. Und ja, ich bin mal gespannt, wie die schmecken. Und bewerte sie. Ich habe die, glaube ich, einmal habe ich sie gegessen bei meiner Cousine. Und die haben eigentlich gar nicht so schlecht geschmeckt. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, welchen Geschmack das war. Aber ja, probieren wir die das Ganze mal. So sieht das aus, meine Freunde. Ist auf jeden Fall mega weich. Schmilzt jetzt auch gleich hier bei der Hitze. Ja, schmeckt ein bisschen glitschig, aber lecker. Leute, lecker. Ich würde sagen, ich gebe das Ganze eine 2. So, Freunde, und zwar haben wir hier Kekse. Übrigens habe ich alles Mögliche probiert, gekauft. Habe ich Bonbons, Kekse und ein Eis. Das war ja gerade das Mochi-Eis. Und ich bin selber mega gespannt, wie das schmeckt. Das sind so Schokoladenkekse oder so. Ich habe das noch nie probiert. Wie gesagt, ich habe bisher nur, ich glaube, 2 Sachen, was ich jetzt gekauft habe, schon mal probiert. Aber ich esse allgemein, muss ich ehrlich gestehen, kaum Süßigkeiten. Und ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Das habe ich mir... Achso, übrigens für die Leute, die es nicht wissen, ich habe mir gerade die Süßigkeiten gekauft. Und zwar, um zu probieren auch und natürlich auch dieses Video zu drehen. Ich habe, wie gesagt, davon auch, um ehrlich zu sein, noch nichts. Ich wusste auch nicht, was ich kaufe, um ehrlich zu sein. Ich bin einfach hingegangen und habe mir so die Snacks einfach angeguckt, was ansprechend aussieht. Und diese Panda-Bären sehen ansprechend aus, deswegen bin ich auf jeden Fall mal gespannt, wie das schmeckt. Ja, das ist ein kaputter Bär, ein kaputter Panda-Bär. So sieht das auf jeden Fall ganz aus, mit Schokoladenfüllung. Ich würde sagen, wir probieren das Ganze mal. Ja, die schmecken so wie diese Koala-Schokolade. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Aber die schmecken einfach 1:1 so. Und ich würde das Ganze eine 3 geben, würde ich sagen. Es ist jetzt nicht so geil. Es ist jetzt auch nicht eklig. Kann man essen auf jeden Fall. Deswegen, ja, kriegt es eine 3 für mich. So, Freunde, und zwar haben wir jetzt hier Sunflower Crackers. Also so Erdbeeren Crackers. Ja. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie die schmecken. Wie gesagt, ich finde, die sehen sehr gut aus. Deswegen habe ich mir gedacht, ich kaufe die einfach mal zum Probieren. Oh. Ich hätte mal die Verpackung vernünftig aufmachen sollen. Oh, das sieht sogar echt ziemlich gut aus. Ich zeige sie euch jetzt auch nochmal im Nahen. Oh, jetzt habe ich ein Stück abgebrochen. So sehen die auf jeden Fall aus. Wie so ein Sandwich mit Erdbeerfüllung. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob man das so sieht in der Kamera. Und dann würde ich sagen, wir probieren die direkt. Ich weiß gar nicht, wie ich das benoten soll, Leute. Das ist einfach nur ein Keks mit Erdbeergeschmack. Ja, ich würde sagen, es ist nicht eklig, kann man essen. Würde ich mir jetzt persönlich, glaube ich, nicht nochmal kaufen. Ist ein bisschen trocken. Aber ja, würde ich sagen, gibt auch... Kriegt auch von mir eine 3. Ja, ich würde sagen, ich esse das noch auf und dann kommen wir zum nächsten Süßigkeit. So Freunde, und zwar kommen wir zu dem nächsten Ding, und zwar
habe ich hier so eine Verpackung voll mit Jelly Strips gekauft, Freunde. So sieht das auf jeden Fall aus. Ich habe die einmal gegessen, ich weiß aber auch gar nicht mehr welchen Geschmack. Ich kann mich auch nicht mehr so unbedingt dran erinnern. Ich glaube, die waren okay. Ja, wir schauen mal, was für eine Geschmackssorte es gibt. Und zwar Himbeere. Jelly Straw, also hier gibt es verschiedene mögliche, ihr seht. Dann gibt es noch Ananas und viele andere. Wir probieren mal zwei, würde ich sagen. Und zwar probieren wir, was ist das hier? Zitrone? Ne, das ist Ananas. Ananas und das lilane Himbeere. Bin mal gespannt, wie die schmecken. Ich tue mal die Verpackung wieder zu. Übrigens, Freunde, ich mache das nicht alles auf, ne? Und ja, ich gebe das wahrscheinlich dann meinen Verwandten oder so. Die essen sowas bestimmt gerne. So, Freunde, und zwar probieren wir jetzt als erstes Ananas. Wie gesagt, ich habe, ja, bin mal gespannt, wie das schmeckt. Ja, das erinnert mich ein bisschen wie Pudding, Freunde. So, Pudding mit Gelee-Art. Ich will jetzt sagen, das ist jetzt nicht das Geilste, was ich jemals gegessen habe in meinem Leben. Ja, kann man aber essen. So, dann probieren wir das andere. Falls ihr euch wundert, ich habe das jetzt vorgeschnitten, gerade kurz. Weil ich die Verpackung so nicht aufgeregt, außer ich mache jetzt mit den Zähnen oder so, aber ist egal. Ja. Ich finde, man kann davon eigentlich welche essen. Aber das ist tatsächlich das Beste, was ich bisher gegessen habe, Freunde. Von den Süßigkeiten, die ich bisher probiert habe, jetzt. Und ich würde sagen, das kriegt eine 2, Leute. Ich würde sagen, es kriegt eine 2. Ja. So, Freunde, jetzt ist die Verpackung auf. Ja, ich bin auf jeden Fall mega gespannt, wie das aussieht, beziehungsweise wie das schmeckt. Aber ich muss ehrlich gestehen, das sieht nicht so appetitlich aus jetzt für mich. Aber ich glaube, viele von euch mögen Mochi tatsächlich. Schreibt mal gerne in den Kommentaren, ob ihr Mochi mögt. Wie gesagt, so sieht das aus. Und ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich esse jetzt einfach das ganze Ding, Leute, weil ich bin kein Fan von abbeißen oder wieder zurücklegen. Deswegen esse ich immer das ganze Ding. Ich muss ehrlich gestehen, das ist überhaupt nicht mein Geschmack. Das ist so glitschig, so klebrig. Ja. Schmeckt auf jeden Fall nach Mango. Kann man essen, ist jetzt wie gesagt nicht so mein Geschmack. Ich würde es tatsächlich eine 4 geben, Leute. Das ist meine erste 4. Würde ich auf jeden Fall so nicht mehr kaufen und werde ich wahrscheinlich auch nicht aufessen. So, Freunde, let's go zu dem nächsten Snack. Und zwar haben wir hier so Krabbenchips. Die habe ich tatsächlich als Kind schon gegessen. Und ich glaube auch vor ein paar Jahren habe ich das bestimmt schon mal gegessen. Und die sind tatsächlich sehr lecker, das weiß ich. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sie sich verändert haben. Beziehungsweise nach einer Zeit verändert sich ja auch der Geschmack. So, ja genau, so sehen die auf jeden Fall aus. Ja, ich finde, die sind echt sehr lecker. Würde ich mir privat auch kaufen und essen tatsächlich. Aber ja, nichtsdestotrotz würde ich das, glaube ich, jetzt eine 2 geben, Leute. Ich würde sagen, ich gebe das eine 2. Das ist auf jeden Fall das Beste, was ich bisher probiert habe von den ganzen Snacks, die ich jetzt gerade eben gegessen habe in dem Video. Und dann würde ich sagen, wir gehen direkt zum nächsten Video. Wie gesagt, Freunde, lasst ein Like da, falls ihr es noch nicht getan habt. Am Ende des Videos werden wir dieses 1000-jähriges Ei essen. Worauf ich mich überhaupt nicht freue, aber für euch mache ich natürlich. So, Freunde, und zwar habe ich jetzt hier was Interessantes. Und zwar sind das so komische Zitronenbonbons, salzig. Hier steht das hier oben, Freunde. Und wie gesagt, das ist alles aus dem Asia-Shop. Ihr seht, alles asiatisch, auch hier vorne. Und das hat mein Cousin tatsächlich, der auch übrigens Kameramann gerade macht, geholt. Beziehungsweise einfach mal reingeschmissen in den Einkaufswagen. Salt Lemon Candy. Da bin ich auf jeden Fall auch mega gespannt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das lecker ist. Das ist ein salziger Bonbon anscheinend. Mit Zitronengeschmack, Freunde, so sieht's aus. Und hinten steht es auch nochmal Salty Lemon Candy. Na, das bin ich natürlich auch gezwungenermaßen aufzuessen.
weil das halt einfach nur ein Bonbon ist. Ah, so sieht das Bonbon übrigens aus. Einfach nur weiß und ja. Boah, ich muss echt sagen, keine Empfehlung zum Kaufen auf jeden Fall. Die schmecken nur nach Salz. Also wirklich nur nach Salz. Und schmeckt nicht ein bisschen Zitrone raus, um ehrlich zu sein. Ja, schmeckt einfach nur nach Salz, Freunde. Ich würde das wirklich eine 5 oder eine 6 sogar geben. Alter, das ist echt fürchterlich. Das ist nicht... Also es kann sein, dass es Leute schmeckt, aber... Wie gesagt, das schmeckt einfach nur nach Salz. Und ja. So, Freunde, ich muss ehrlich sagen, dieses Bonbon war echt gar nicht lecker. Das ist das ekligste, einer der ekligsten Sachen, die ich überhaupt, glaube ich, schon mal gegessen habe. Es hat wirklich nur nach Salz, nicht mal nach Zitrone geschmeckt. Echt fürchterlich. Aber wir haben hier noch ein paar Snacks. Und zwar habe ich hier so Crackers, sollten das sein, glaube ich. Ich glaube, ich habe die schon mal gegessen, aber das war als Kind. Also ich kann mich wirklich null erinnern, dass ich die jemals wieder gegessen habe, seit längerem. Ja, das sind immer so in zweier Verpackung. Ich bin auf jeden Fall mal mega gespannt, wie die schmecken. Ich tue sie mal wieder in der Tüte hier rein. So. Und dann öffnen wir die mal. So, Freunde. Ich muss ehrlich sagen... Ich kann den Geschmack gar nicht beschreiben, wie das schmeckt, Leute. Das hat irgendwie so einen eigenartigen Geschmack, so einen eigenen Art. Das kann man essen, ist, glaube ich, jetzt nicht so mein Geschmack. Ja, ich würde es schwer, Leute, ist schwer. Ich schwanke zwischen der 3 und der 4. Ja, ich würde sagen, Leute, es kriegt einfach mal eine... 3 minus, Leute. Ich würde sagen, das kriegt eine 3 minus. Das ist, zum Probieren kann man das auf jeden Fall mal kaufen. Aber so persönlich würde ich das jetzt nicht unbedingt essen. Wenn es da ist, kann man es essen. Aber ist jetzt nicht mein Snack, wo ich jetzt kaufen würde. So, Freunde, let's go. Ich habe hier noch 2 Sachen. Und wie gesagt, am Ende werden wir dieses eklige 1000-jährige Ei. Ihr seht auch, das ist irgendwie so vakuumiert. Ich freue mich echt gar nicht darauf, das zu essen. Ich habe auch mal kurz geguckt, wie das von innen aussieht. Beziehungsweise allgemein aussieht. Ja, schwarz auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob das so geil ist. Nichtsdestotrotz zeige ich euch die letzten 2 Sachen, die wir davor noch haben. Und zwar haben wir hier so Reiscrackers, Freunde. Das habe ich auf jeden Fall noch nicht gegessen. Und dann haben wir noch so ein Kuchen, so ein Ananaskuchen mäßig. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ich bin nicht so der Ananas-Fan, muss ich ehrlich gestehen. Aber ja, ne, man... kann ja mal alles probieren, ne? Wenn man schon mal im Asia-Shop geht. Übrigens habe ich, Leute, fast 30 Euro dafür ausgegeben. Ich muss gestehen, diese Snacks, die sind gar nicht so günstig, aber ist ja nicht schlimm. Für euch mache ich das gerne. Ja, ich bin gespannt, wie das schmeckt, wenn ich die Verpackung natürlich wieder aufkriege. Anscheinend. Die Verpackungen sind aber echt gut zugemacht worden. So, ohne Gewalt geht das leider nicht auf entspannt. So, das riecht auf jeden Fall sehr... nach Ananas, wirklich sehr. Ja, ist cool. Art wie so ein Muffin. So eine Art wie Muffin. Wir probieren das einfach mal. Okay, das ist überhaupt gar nicht geil, Freunde. Nee, das ist überhaupt null mein Geschmack. Wirklich null. Ja. Nee, Freunde, das ist mega trocken. Und schmeckt, da ist auch ein bisschen Gelee-artmäßig. Ich weiß nicht, ob man das so sieht. Aber da ist auf jeden Fall ein bisschen Gelee-mäßig drin. Ja. Ich würde das auf jeden Fall nicht nochmal essen, Freunde. Oder nochmal kaufen. Das kriegt auf jeden Fall eine 6, Leute. Das ist, glaube ich, mit Abstand das Schlechteste, was ich jemals gegessen habe. Mit den Zitronending. Mit den Zitronenbonbon. Salzbonbon, eher gesagt. Das ist überhaupt gar nicht mein Ding. Wirklich gar nicht. So, Freunde. Und zwar, ja, kommen wir jetzt zu dem vorletzten Teil. Ich muss echt sagen, dieses Bonbon und dieses Ananas-Pie, also diesen Ananas-Muffin-Kuchen-mäßig, haben echt gar nicht gut geschmeckt. Und ja, nichtsdestotrotz probieren wir jetzt mal diese Reiscracker. Ich muss ehrlich gestehen, die sehen am geilsten aus von den ganzen Zeugs, was ich geholt habe.
Ja, ob es schmeckt, kann ich nicht sagen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Boah. Ja, Leute, so viele, ich muss ehrlich gestehen, so viele Süßigkeiten hintereinander zu essen, ist sehr ungewohnt, weil ich, wie gesagt, ich esse selten Süßes jetzt. Und auch die ganzen Geschmäcker, ist echt eine interessante, ja, Geschmacksexplosion hier. Nichtsdestotrotz, ja, so sieht es auf jeden Fall aus, verpackt, auch verpackt, unverpackt. Und ich probiere jetzt einfach mal eins. Ja, die schmecken wie Reiswaffeln tatsächlich, wirklich, außer ein bisschen salzig, aber also ein bisschen mehr, also das salzig, und sonst schmeckt es halt wie Reiswaffeln, wie normale Reiswaffeln. Ja, jetzt könnte man sogar so kaufen als Snacks, wenn man Reiswaffeln mag. Ich persönlich finde die okay, wie gesagt, ist jetzt nicht, ja, kann man halt essen, ist jetzt nichts Geiles, nichts Schlechtes. Ja, ich gebe das auf jeden Fall eine 3, würde ich sagen. Freunde, und jetzt kommen wir einfach zu dem krassesten. Und zwar essen wir gleich diesen 1000-jähriges Ei. Leute, wie gesagt, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, falls ihr weitere Videos sehen wollt. Und schreibt, wie gesagt, in den Kommentaren, was für nächste Videos ich drehen soll. Vielleicht mal 24-Stunden-Videos oder andere Experimente. Ansonsten würde ich sagen, kommen wir jetzt zu dem Ei. So, Freunde, let's go. Ich probiere jetzt... ja, das 1000-jährige Ei. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Ja, hier, so sieht das auf jeden Fall aus. Ich pack das jetzt mal hier aus. Ich muss echt... Ja, man riecht das ein bisschen, Freunde. Man riecht das auf jeden Fall ein bisschen. Das machen wir hier auf dem Tisch. Oh, Leute, ich freue mich drauf. Ich freue mich nicht drauf, wollte ich gerade sagen. Das ist echt... eklig, Leute. So sieht das aus. Ihr seht schon, das ist nicht so appetitlich. Oh mein Gott, Freunde, guckt euch das an. Oh, es ist einfach schwarz, Freunde. Oh mein Gott, das sieht ja so nicht appetitlich aus. Ich würde sagen, ich hätte ja gesagt, ich beiß einmal rein und schluck das auch runter, Leute. Ne, ich bin jetzt kein Zinker, der jetzt sagt, ich schmeiß rein... spuckt das dann wieder aus. Ich werde es wahrscheinlich nicht aufessen, muss ich gestehen. Aber ja, wie gesagt, so sieht's aus. Ich beiß jetzt einfach mal so rein. Leute. So sieht's aus. Ich muss ehrlich gestehen, das ist jetzt gar nicht so schlimm, wie ich dachte. Das hat irgendwie, keine Ahnung, Leute, ich kann euch echt nicht sagen, wie das schmeckt einfach nach gar nichts. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, Freunde. Ich beiß jetzt nochmal rein, mach jetzt ein bisschen mehr von der Haut ab, von der Schale. Aber ich habe es mir echt eklig vorgestellt und muss ehrlich gestehen, ich hatte auch ein bisschen Angst, das zu essen. Oder was heißt Angst, aber ja, das schmeckt nach gar nichts. So, Freunde, und zwar beiß ich jetzt nochmal rein. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Ich mache jetzt mal ein Riesenbissen. Ja, ihr seht, hier nochmal, hier ist, glaube ich, so eine Füllung mäßig oder so. Ich muss aber gestehen, das schmeckt nach gar nichts. Aber der Gedanke irgendwie, das zu essen, Leute, ein 1000-jähriges Ei, ich weiß nicht, warum das so heißt, aber und die Farbe und die Konsistenz sieht echt eklig aus. Aber, Leute, ich muss sagen, das jetzt, also ich habe jetzt gerade sogar beim zweiten Bissen das Innere gedrückt. Das Innere ist echt eklig, aber das Äußere schmeckt nach gar nichts. Deswegen, ja, Freunde, dann würde ich sagen, das esse ich leider nicht mehr auf. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst ein Like da, Leute, lasst ein Abo da. Wie gesagt, falls ihr nichts verpassen wollt, und schreibt in den Kommentaren, was für weitere Videowünsche ihr habt. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Macht's gut und ciao, ciao.